Also ich freue mich, dass ich wenigstens bei Gazprom ein sehr gutes Timing hatte. Und ich würde mal sagen, also ich für mich sehe jetzt keinen Grund, hier wieder einzusteigen. Ihr könnt das Video, ich lade es hoch und ihr könnt das Video euch in 3 Monaten wieder anschauen. Sagen wir mal im Mai 2022. Und ich würde mir fast wetten trauen, dass wir hier nochmal die 6, 7 Euro sehen, dass das Ding einfach wieder zurückkommt. Zum gewissen Average, ja, den, wenn wir jetzt mal. Hallo, ich heiße herzlich willkommen. Heute mal wieder seit langem in einem Video zum Thema Aktien. Ja, Gazprom-Aktie, da hatte ich euch ja vor einigen Wochen vor Weihnachten im Jahr 2021 noch gesagt, dass ich letztendlich raus bin, auch aufgrund politischer, ethischer Gründe und so weiter. Aber letztendlich war ich auch davor schon mit der Hälfte raus und ich weiß, das ist letztendlich gegen diese Langfristigkeit und so weiter. Aber ich habe mich nun mal entschieden, hier mehr in meine Selbstständigkeit rein zu investieren oder hier grundsätzlich mehr zu machen. Das heißt, desto mehr Risiko du auf in deiner, ich sag mal, in deiner Geldverdienen-Seite, also Geld verdienen als Selbstständiger, Geld verdienen als Freelancer, Geld verdienen als Angestellter, als Beamter, völlig egal. Desto mehr du dort Risiken eingehst, dich weiterbilden möchtest, keine Ahnung, deinen Job kündigen oder deinen Job nur noch auf Teilzeit und dann nebenbei Geschäft gründen oder egal, was du da machst. Das heißt, desto mehr Risiko da ist, desto weniger Risiko, oder mit anderen Worten, desto mehr Cash brauchst du oder Puffer letztendlich auf deiner auf deiner Investierenseite. Ja? Also wenn du jetzt, sag mal, Lebenszeitbeamter bist und arbeitest für das Europäische Parlament, hier in München zum Beispiel, Patentamt europäisches, ja, bist dort Postbote, ja, verbeamteter Postbote und kriegst deine 6.000 Euro steuerfrei, dann kannst du natürlich sagen, ja, ich ziehe mir das, was ich zum Leben brauche und den Rest haue ich zu 100% in Aktien, mir ist völlig egal, ob die jetzt rauf oder runter gehen oder was auch immer passiert, ja, kann ich alles rein in Gazprom reinhauen, ja, weil Gazprom wird es auch in 5 Jahren noch geben. Wenn ich aber jetzt sage, ich bin Selbstständiger, habe dort Ideen und so weiter, weiß auch noch gar nicht genau, wie viel ich dieses Jahr verdienen werde, beziehungsweise wie viel ich dieses Jahr investieren werde in meine Selbstständigkeit etc. pp., diese Dinge, ja, dann ist es letztendlich scheißegal, ob jetzt Gazprom 10% rauf, runter, Dividende und all diese Dinge. Dann ist wichtig, dass du dir einen Puffer hältst. Weil nichts ist schlimmer, als wenn Rechnungen ins Haus flattern, die du plötzlich nicht mehr bezahlen kannst. Dann hast du Verzug, dann hast du ganz andere Zinsen plötzlich. Kreditkartenzinsen oder Girokontozinsen oder einfach Lieferanten, die dir dann Schwierigkeiten machen. Oder dein Standing, ja, bei deinen Kunden oder bei denen, wo du bezahlst. Lieferanten, wo du Rechnungen offen hast, Verbindlichkeiten, dass dort dein Standing drunter leidet oder vielleicht sogar deine Bonität bei deiner Bank oder solche Sachen. Also das kriegst du dann jahrelang noch zu spüren. Das heißt, das Allerwichtigste ist, dass du auf deine individuelle Situation, deine Investmentstrategien und Cashflow-Strategien, all diese Sachen abstimmst. Deswegen bin ich auch sowas von dagegen, wenn Leute halt irgendwie riesige Kanäle haben und dann irgendwelche Strategien oder Tipps posten, ja, und dann schauen sich das beim Kanal mit 100.000 Followern, schauen sich das dann 40.000 Leute an und diese Tipps sollen dann für diese 40.000 Leute gleichermaßen hilfreich sein. Nee, kann nicht funktionieren, ja, das ist eins der gro ganz großen Downsides, die halt die Individuen, die einzelnen Follower, ja, diese YouTube-Kanäle in dem Fall gar nicht auf dem Radar haben. Instagram oder Facebook das gleiche. Das ist sozusagen eines der großen Nachteile von diesem ganzen Social-Media-Gedöns. Der ganz große Vorteil ist natürlich Easy Access, vermeintlich Free Content viel, ja, also viel freier Content, also die Wissensaggregierung ist jetzt nicht mehr das Thema, sondern die Wissensstrukturierung eher. Oder zu wissen, was schaue ich mir an, was schaue ich mir nicht an, als wie das zu wissen, als was schaue ich mir an. Das heißt, eher mehr weglassen. Ja, ich habe jetzt irgendwie über 100 Kanäle, die ich im Laufe der Jahre abonniert hatte, einfach wieder deabonniert und mir neue YouTube, also was noch viel, viel wichtiger ist, wenn du mal in die Situation kommst, dass du überflutet wirst mit irgendwelchen Geschichten, Social Media mäßig, mach einfach einen neuen Account auf.
dann bist du wieder auf Null. Ja, gib dort beim neuen Account an, dass du nicht getrackt werden willst und bla bla bla. Dann hast du wieder einen frischen YouTube-Account, da kannst du dann wieder ganz normal ein, zwei Kanäle abonnieren und dann eben, wenn du den YouTube anschaltest, wieder grüne Wiese, ja, und wirst nicht zugesockst von dem Google-Algorithmus in dem Fall mit tausend Sachen, die dich einfach nur von deinem Tagesgeschäft oder überhaupt von deinem Leben, von deinem eigentlichen reellen Leben abhalten, ja. Ganz, ganz wichtiger Punkt, damit du weiterkommst im Leben. Das ist Social Media ist ein zweischneidiges Samurai-Schwert, sage ich immer so schön, ja. Kann dir ganz schnell die Füße kosten, ja, wenn du dich da zu sehr von abhängig machst und das nicht selber gar nicht mehr spürst, wie du da ständig reingezogen wirst und wie viel Zeit und Energie dir das abzieht. Deswegen meine Videos so kurz wie möglich und so prägnant. Wir sind jetzt hier bei Gazprom. Ich habe jetzt quasi nur noch eine einzige Gazprom-Aktie. Ich lasse dann immer eine Aktie übrig, damit ich sozusagen den Reminder in meinem Portfolio habe. Aber ich hatte ja an der Spitze hatte ich 14.000 Aktien, glaube ich. Und dann zuletzt als verkauft und so weiter. Also auf jeden Fall Gewinn und so, gar keine Frage gemacht, klar. Wir sehen jetzt schon, dass wir von der Spitze, also bitte geh in meinem Kanal, siehst du die alten Gazprom-Videos. Da habe ich doch auch schon vorweg gesagt, dass wir da in so eine Breite reinbekommen, wo überhaupt nichts dafür spricht, dass wir jetzt einfach mal auf 20 Euro raufgehen, was ja manche Gazprom-Fans hier irgendwie prognostizieren. Ja. Nein, ganz im Gegenteil, wir wären wahrscheinlich eine Range, die sich über Jahrzehnte hin ausgebildet hat, ja, die wird nicht einfach so verlassen. Ja. Das ist einfach so eine Art Grundgesetz. Ganz viele Leute schauen da drauf und sagen sich, naja, ich nehme Gewinne mit, die sagen sich eine ganze Menge Dinge. Ja, ist auch egal, auf jeden Fall. Vom Timing her war ich relativ, es ist wahrscheinlich die Aktie, wo ich vom Timing her mit Abstand am besten immer war. Die Gründe dafür weiß ich auch gar nicht, würde ich jetzt auch nicht behaupten, dass ich da komplett weiß, warum, weshalb. Ja, das ist ja, ich bin ja auch, ich würde jetzt auch nicht mich hinstellen und sagen, ich bin ein Aktienguru. Jeder, der das sagt, selbst die, die das professionell tagtäglich machen, würde ich immer genau hinschauen, ja, weil ich meine Empfehlung, schau auch auf die ganzen Aktienprofis und so weiter ganz genau immer hin. Ja, wie oft die sich auch getäuscht haben, falsch gelegen sind, widersprochen. Das Marketing drumherum, ja, verschleiert das manchmal sehr, sehr gut. Ja. Das heißt, unterm Strich wäge sehr gut ab, wie viel Zeit und Energie und Geld du investierst in diese ganzen Investitions- und Börsengeschichten und wie viel du tatsächlich da wieder rausbekommst. Oder ob du vielleicht nicht doch sagst, hey, ich konzentriere mich ein bisschen mehr aufs Geld verdienen. Ja, vielleicht mache ich mich selbstständig, whatever. Ja, bilde mich weiter, lies lieber mal ein Buch. Ja, mach den Computer komplett ab, aus, mal für ein, zwei Stunden am Tag, abends, bevor ich ins Bett gehe oder sonst irgendwas. All diese Dinge bin ich bei mir auch gerade dabei, nochmal zu festigen. Routinen, die einfach gesünder sind, als wie den ganzen Tag vor der Internetglotze zu sitzen. Also, ich freue mich, dass ich wenigstens bei Gazprom ein sehr gutes Timing hatte. Und ich würde mal sagen, also ich für mich sehe jetzt keinen Grund, hier wieder einzusteigen. Ihr könnt das Video, ich lade es hoch und ihr könnt das Video euch in 3 Monaten wieder anschauen, sagen wir mal im Mai 2022. Und ich würde mir fast wetten trauen, dass wir hier nochmal die 6, 7 Euro sehen, dass das Ding einfach wieder zurückkommt zum gewissen Average. Ja, den, wenn wir jetzt mal auf 3 Jahre sehen, liegt er halt nochmal in der Range hier irgendwo bei 4 bis 6 Euro oder sowas, ja, auf einen Cent hin oder her, egal. Und warum, ja, wo ich Zehntausende von Gewinne gemacht habe, ja, warum die einfach wieder abgeben, nur weil die Aktie irgendwie ein paar Prozent mehr Dividende ausschüttet, ja. Also ich habe mir hier zum Beispiel jetzt wieder 20% gespart, ja. Und die ich quasi nicht wieder verloren habe, weil ich halt hier oben zwischen 8 und 9 Euro ausgestiegen bin.
Also das ist sozusagen mein Resümee von dem Ganzen, was Gazprom betrifft. Ich werde immer mal wieder auch dazu ein Video machen, weil einfach so viele sich dafür interessieren, offensichtlich. Ja, also meine Gazprom-Videos sind teilweise 2000 Views, wo wenn ich irgendwie für, keine Ahnung, für Audi-Aktien ein Video gedreht habe, dann sind es halt 100 Views, also nur 5%, nur ein Zwanzigstel davon, was halt irgendwie ganz interessant ist. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und wenn ich jetzt auch, sag mal, viele mehr unternehmerische, selbstständige Marketing oder solche Videos drehe. Nicht gleich deabonnieren. Die Dinge hängen oftmals mehr miteinander zusammen, als du dir vorstellen kannst. Und wenn du natürlich jetzt irgendwie Angestellter oder Azubi bist und arbeitest irgendwo als Automechaniker oder sonst irgendwas, selbst dann ist es sehr wichtig zu verstehen, dass die Welt des Geldverdienens und die Welt des Geldinvestierens sehr stark miteinander zusammenhängen und letztendlich ja, wichtig für dich sein können oder sind. Ja. Es gibt so einen Spruch, Marketing is everything. Ja, und everything is Marketing. Ja, also Marketing ist alles. Und alles ist Marketing letztendlich. Also behalte diesen Spruch mal im Gedächtnis, wenn du dir diese ganzen Finanzkanäle anschaust, wie viel davon ist Marketing und wie viel davon ist wirklich was, wo du für dich, was dich wirklich persönlich weiterbringt. Von ganzem Herzen, dein Thomas Klein, schau mal wieder rein, wenn es heißt Mission Millionär. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.